Manuelsen steht kurz vor seinem Boxkampf mit Bösemann. Komm rein, ich frag ihn, ja. Hey, was los? Also habe ich beschlossen, ihn bei einer seiner Trainingseinheiten zu begleiten und seine 140 Kilogramm in einem Sparring anzutesten. Ich wiege 143. Hast du vor, noch ein bisschen Gewicht zu machen? Fühlst du gut so? Ja. Wo ist das da? Ja, ja. Hm. Wie lange bist du jetzt zum Training? Intensiv einen Monat, aber sonst die ganze Zeit immer einmal die Woche, zweimal die Woche. Okay, wir gehen jetzt an den Bratzen. Und? Ja, weg und nochmal die Rechte. Was sagst du bis jetzt? Ich sag euch, sieht schon ehrlich stark aus, ja? Für so einen großen, kräftigen Typen, bewegt sich gut, haut gute Hände raus. So, mach mal ein bisschen kurz pratzen hier. Nach ein paar Wochen Pause ohne Training, jetzt sollte ich wieder fast gesund sein, kann man wieder loslegen. Hoch, auf der Seite. Das bam bam bam. Sehr, sehr starke Hände und sehr gute Technik. Wirklich. Also es sind viele Profiboxer, die sich da eine Scheibe abschneiden können. Absolut super Hände. Das, glaube ich, kann ich gut beurteilen. Voll viele denken ja, du bist ja jetzt erst wegen diesem Bösemann-Kampf ein bisschen in den Kampfsport eingestiegen. Hm. Aber ich erinnere mich noch an ganz, ganz, ganz früher. Da warst du ja auch Thai-Boxer. Wie lange hast du Thai-Boxen gemacht? Also ich habe Thai-Boxen angefangen, IKBO, Masters Gym Duisburg 2005 oder 2006. Und das ging schon so gute 10 Jahre. Hast du auch Kämpfe damals gemacht? Wie viele Kämpfe hast du gemacht? 14 ungefähr. Wie kam es dazu, dass du da nicht mehr weitergemacht hast? Ja, weil Musik und dann war ich ein bisschen auf zu fancy unterwegs. Ich hatte keinen Bock, mich alles kaputt zu machen. Ich kann es mir nicht nehmen lassen, auch eine ganz entspannte Runde Sparring mit Manuel zu machen, weil er steht halt jetzt fast drei Wochen vor dem Kampf. Wir machen jetzt hier keinen Hektik oder so, nicht, dass er sich verletzt oder ich mir irgendwie noch die Nase breche. Nein, erstmal kein Spaß. Ich sag hier easy Sparring, auf ihn schieben, dass er sich nicht verletzt. Ja, er wiegt 140 Kilogramm, eine Bombe, von dem ich sterbe. Deswegen ganz easy, ja? Nein. Der schlägt mich schon nochmal, Leute. Auch wenn wir jetzt easy machen, aber da ist immer so eine gewisse Gefahr, auf die ich aufpassen muss, ja? Weil eine kurze Rechte mit seinem Gewicht direkt auf die Stirn kann gefährlich werden. Keine Kopf bitte. Bruder, ich hab ein Bärchen. Keine Sorge. Gut. Mehr vom Sparring wollen wir hier gar nicht zeigen, weil es soll ja noch ein bisschen interessant bleiben. Und wir wollen ja nicht, dass sein Gegner, Bösemann, da vielleicht ein bisschen zu viel abschaut, weil ich meine, wir haben eine ähnliche Statur, die ähnliche Glatze. Weißt du, da könnte man sich einiges abschauen. Aber ich sag, ey, vollsten Respekt. Sehr geil. Ey, wir wollten schon voll lange miteinander so ein Boxvideo machen, ne? Leider hat es bei uns beiden zeitlich immer nicht so ganz gut geklappt. Jetzt war das einfach die perfekte Gelegenheit und ich musste das machen. Danke auf jeden Fall auch, dass du das mit mir machst. Ich habe ihm gesagt, mir ist das eine Ehre. Ich sag das immer in jedem Format. Ich habe so einen Respekt für alle Profiboxer und die sich der Sache verschrieben haben, so wie ich mein Leben der Musik verschrieben habe. Deswegen, die Profisportler in ganz Deutschland, denen muss eigentlich dieser Respekt gebühren. Die müssen eigentlich diese Gagen kriegen. Und die Leute sollen nicht denken, dass ich jetzt hier bei Ringlack auf, ja, beim Boxen ist so und ich mach so. Nein. Ich kann boxen, ich boxe schon lange, aber ich bin kein Profisportler. Ich mache das hier nur für mein Gesicht und meine Ehre. Und die anderen Leute machen das wirklich aus Herzblut, auch der Trainer. Egal wie viele TikToker und wie viele Influencer jetzt seinen Ring steigen und Gagen kassieren. Ich würde dir doch gerne als so kleines Geschenk meine Handschuhe schenken. Dankeschön, ja? Bro. Vielen Dank.
Hier ist überall. Dankeschön, Bro. Bentley, ich will hier keinen Ärger haben. Nein, musst du auch gar nicht irgendwann tragen oder so. Da, nee, ich, das ja. So als persönliches Geschenk. Ich danke dir vielmals, sie sind vielleicht schön. Schwarz-Gold, geiler Colorway auch. Dankeschön, Bro. Ja. Vielen Dank. Ja. Das habe ich gar nicht für dich, hättest du das gesagt. Nein, alles gut. Das war schon Geschenk genug, dass ich hier Dankeschön. Trainieren kann. Bester Mann. Freunde, ich denke, ich muss euch nicht sagen, was mittlerweile die geilste Kampfsportmarke der Welt ist. Ring Life, das einzig wahre. Die Handschuhe. Falls ihr noch irgendwas anderes für den Kampfsport braucht, kundpon.de. Ring10 ist der Rabattcode. Gönnt euch. Also für diejenigen, die sich jetzt vielleicht fragen, warum Manuel gerade auf einer Matte trainiert, wofür ist das Ganze gut? Beinarbeit. Viele denken immer beim Boxen, man braucht nur die Hände. Für den Kampfsport allgemein, man braucht den ganzen Körperbereich. Ja, und gerade jetzt hier, wie man das sieht, da wird doch nicht viele Hände machen, aber jede Hand, die ihr schlägt, jede Körperbewegung, die ihr macht, geht das komplett in die Beine. Wenn du angeschlagen bist, wenn du angenockt bist, was passiert? Direkt kriegen die meisten Krieger die schwachen Beine. Es ist dasselbe Gefühl, als wenn man angenockt wird und da kommt man ganz schnell wieder rein. Das ist ab jetzt die Übung, die der Miller immer machen muss. Damit er seine Beinarbeit für die Kameraarbeit verbessern kann. Damit er in den Sparringseinheiten immer schön hinterherkommt. Eins, zwei, weg, boom. Komm. Und direkt links. Boom, boom. Das heißt hier dieses. Und dann sobald du. Eins, zwei. Und dann ziehst du die Kurve, ne? Weiter. Wo war der Punkt, wo du gesagt hast, okay, pass auf, Thai-Boxen, jetzt vielleicht doch ein bisschen mehr Bock auf Boxen? Ja, irgendwann wurde ich ein bisschen zu schwer und dann aus Faulheit habe ich einfach Boxen angefangen. Habe ich nur noch Boxen gemacht nachher. Und der Kadem hat mich dann gebracht von Legacy Boxing. Der hat mich eigentlich zum Boxen gebracht und dann haben wir mit Boxen durchgezogen. Jawohl, leicht einfach. Hol mal. Komm schon. Also, komm. Und jetzt zwei, komm. Nochmal. Schneller reagieren. Wo du jetzt ein bisschen im Boxgeschäft drin bist, ne? Wenn du jetzt, im Boxgeschäft drin bist. Wenn du jetzt nochmal die Möglichkeit hättest, von null zu beginnen, würdest du dich wieder für Thai-Boxen entscheiden oder würdest du mittlerweile sagen, ey, keine Ahnung, ich habe auch ein bisschen so eine Liebe fürs Boxen entdeckt? Ja, absolut. Ich hätte auf Thai-Boxen verzichtet. Ich bin 20 Jahre alt, wäre direkt zum Boxen gegangen. Klar. Wenn du jetzt auf Anhieb kurz einen Namen sagen würdest, wer ist so dein Lieblingsboxer? Wenn man Mike Tyson und Ali weglässt, dann würde ich sagen, ja, auch von den großen Canelo ist halt unfassbar. Und von denen, die so ein bisschen hier reachable sind, ist Mike Perez mein Lieblingsboxer. Ja. Kennen ja viele gar nicht. Kubaner, ne? Kubaner ist er. Kubaner ist er. Kubaner, der in Irland aufgewachsen ist. Ey, der hatte so schnelle Hände. Aber die meisten kennen ihn leider nicht ganz so, weil war jetzt nicht die absolut internationale Größe. Aber nee, ein bisschen nicht. Kenner, ein geiler Typ. Und eine Geschichte erzählen, der hat einmal in Irland, der ist in Irland groß geworden. Einfach so ein Schwarzer in Irland. So. Alles in so. Der da hat diese Kneipendinger gemacht, weißt du, diese mit Heuballen und so. Bernacke. Ja, hat der drei Stück an einem Abend gemacht. So ist er groß geworden. Ja. Deswegen. Guter Mann. So Jungs, eine kurze Trainingseinheit haben wir mit Manu gemacht. Haben uns ein bisschen angeschaut, was er drauf hat. Zu viel möchten wir natürlich auch nicht zeigen. Er hat noch ein paar Sachen gemacht, die richtig geil aussehen. Aber ich weiß nicht, ob wir euch die zeigen werden, weil es soll noch ein bisschen ein Geheimnis sein. Ich bin echt gespannt auf seinen Kampf. Ich wünsche ihm auf jeden Fall das Beste in dem Kampf. Alles, alles erdenklich Gute, viel Erfolg. Böse Mann natürlich auch und möge der Bessere gewinnen. Ich habe mir noch kurz eine Jacke von No Limit Boxing hier gesnackt. Die werde ich mir schön zu Hause in eine Vitrine oder ins Regal hängen als Ehrengeschenk. Und ja Mann, das war's mit dem Video. Hat mir wieder riesen Spaß gemacht. Ich hoffe, dieses kleine Video hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bleibt alle gesund, passt auf euch auf und ciao, ciao.